Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Wald. Hier ist René von Outdoor Saxonia. Ja, und heute will ich mich mal einem Thema widmen, der für uns Outdoor-Enthusiasten ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und zwar das Thema Strom. Strom draußen in der Natur. Wenn ihr wissen wollt, worum es jetzt genau geht, bleibt dran. Outdoor-Abenteuer sind heutzutage einfach ein bisschen mehr als nur rausgehen in die Natur, ein bisschen in die Sonne legen, ein bisschen angeln, ein bisschen Buschkraften. Man braucht meistens auch ein paar technische Hilfsmittel. Unter anderem die meisten oder fast jeder hat ein Smartphone dabei. Oder ihr hört es im Hintergrund, hier fliegt eine Drohne über mir. Ja, so eine Drohne kann einen schon mal den Aufenthalt in der Natur zur Sau machen, so laut wie das Ding ist. Aber auch das Ding braucht Strom. Ja, Taschenlampen hat man dabei, die brauchen Strom. Und viele, viele andere Geräte. Ne? Und da ist es immer gut, zusätzlich einfach mal noch eine Powerbank dabei zu haben, um einfach die Stromversorgung auch sicherzustellen. Ja, ich habe eine ganze Reihe an Powerbanks und habe jetzt von der Firma Aceloofly, ist eine chinesische Firma, von der Firma Aceloofly, dieses Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, mit der Bitte, es mir doch mal genau anzuschauen und ausgiebig zu testen. Ja, da ich gerne teste und mir gerne Dinge wirklich genau anschaue, komme ich dem natürlich nach. Ja, das Modell nennt sich PNW22. Ist eine Powerbank mit einer Kapazität von 26.800 mAh und ja, soll speziell für Outdoor-Ansprüche entworfen worden sein. Das finde ich immer gut, weil wenn man draußen ist und man ist mit Zeltaufbau beschäftigt oder mit Lagerbau oder mit irgendwas, es fängt an mit Regnen und die Geräte sind noch am Laden und dann regnet es, das Ding wird nass. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, dass dann irgendwas kaputt geht. Also ist es natürlich zweckmäßig, man hat irgendwas, was auch mal runterfallen kann. In den Dreck, in den Schlamm, in den Schnee, ohne dass da gleich was kaputt geht. So. Und das Ding hat ein paar Features, die ich wirklich interessant finde für den Outdoor-Bedarf. Und das ist der Grund, warum wir heute drüber sprechen. 26.800 mAh. Klingt erst einmal nicht wenig. Ob das nachher wirklich so ist oder wie viel es unterm Strich tatsächlich ist, ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ihr könnt davon ausgehen, von anderen namhaften deutschen Herstellern vielleicht unter Umständen, dass die Angaben da ein Ticken genauer sind als im asiatischen Bereich. Das sind so meine Erfahrungswerte, ohne der Sache irgendwie was vorwegzunehmen. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es anhand zwei Geräte habe ich geladen. Also ich habe das Ding komplett aufgeladen und habe damit einmal komplett mein iPad Pro 11 Zoll und mein iPhone 15 Pro Max komplett aufgeladen. Ich muss dazu sagen, in meinem iPad ist ein Akku verbaut von rund 8000 mAh und mein iPhone hat ungefähr einen Akku verbaut von rund 4000 mAh. Ne? Also 8, 9, 10, also 12.000 mAh. Insgesamt ist es eine Akkukapazität, der quasi aufgeladen werden muss. So, jetzt ist es nicht so, dass man jetzt mit einer 15.000er Powerbank 15.000 mAh aufladen könnte. Es geht ja immer auch ein bisschen Energie flöten bei dem Ganzen und daher braucht es die Ausgangskapazität von der Powerbank, die muss natürlich deutlich größer sein. Das Ganze habe ich zweimal ausprobiert und ich muss sagen, nach einmal komplett iPad laden und einmal komplett iPhone laden, war diese Powerbank leer. So, ist ganz einfach so. Im Umkehrschluss, wenn ich das iPad nicht geladen hätte, ich muss dazu sagen, beide Geräte waren im Betrieb an, die liefen weiter, haben also auch Daten verbraucht, haben auch Energie verbraucht, also war der Energiebedarf viel größer, der geladen werden musste. Ich könnte wahrscheinlich mein iPhone 15 Pro Max könnte ich wahrscheinlich dreimal damit komplett aufladen bei vollem Betrieb.
das erste Mal so zur Orientierung. Wenn ihr hier Taschenlampen dranhängt oder andere Peripheriegeräte, dauert ewig, bis das Ding leer wird. Ja, aber was begeistert mich oder was finde ich besonders interessant für draußen? Ja, das ist so besonders stabil gebaut, das täuscht meistens, ob es dann wirklich so stabil ist. Wenn das Ding einmal auf Betonboden fällt, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Was wir so gewohnt sind aus dem asiatischen Markt, so ein paar Gimmicks wie jetzt Lampen. Die kann man einschalten über einen Knopf, aber ganz ehrlich, die Lichtausbeute, die ist einfach so gering. Geht es überhaupt an? Muss man hier machen? Naja, ist es, aber die ist so gering, die Ausbeute. Ich will es euch gar nicht im Dunkeln zeigen. Es ist als Notlicht sicherlich, weil ich sage mal, zwei Taschenlampen sind besser als eine Taschenlampe. Einfach mal noch Licht für Notfall zusätzlich dabei zu haben. Warum nicht? Was ich hier ganz spannend finde, sind die Konnektivitäten, die Lademöglichkeiten. Also, ich habe hier, und das ist wirklich, meistens ist es so, wenn ich habe immer eine Powerbank dabei eigentlich, wenn ich draußen bin. Aber dann, ich habe halt viele unterschiedliche Geräte, die unterschiedliche Ladekabel brauchen. Und oft habe ich schon erlebt, dass ausgerechnet das Kabel, was ich gerade brauche, habe ich zu Hause vergessen. Naja, wie es halt so ist. So, das kann dir hier nicht mehr passieren, weil du hast ja alle möglichen Kabel dran. Ne? Du hast hier Lightning für iPhone. Mein neues iPhone hat jetzt USB-C. Da ist das die Problematik nicht mehr. Ich habe ja auch einen USB-C Anschluss. Ich habe hier einen Micro-USB-Anschluss schon dran und ich habe auch schon ein Ladekabel, das ist ein USB-A, das heißt, das kann ich anstöpseln, damit kann ich die Powerbank wieder aufladen. Also auch die Kabel, also eigentlich habe ich alle Kabel dabei, die ich brauche. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, kabellos zu laden und das funktioniert auch. Das habe ich ausprobiert. Einfach mal kurz Druck auf den Taster hier an der Seite. Dann ist das Teil aktiv. Jetzt kann ich hier mein Telefon drauflegen und wird mit 5 Watt geladen. Ansonsten laden diese Ladeanschlüsse mit 15 Watt. Also mit 5 Volt, 3 Ampere. Ist für, ich sag's mal, für diese Powerbank, klar gibt es Powerbank, die mal Leistung haben. Die kosten aber auch deutlich mehr. Der Preis liegt wohl aktuell bei diesem Gerät jetzt so um die 59 Euro. Aktuell gibt es eine Rabattaktion von Aesluefly mit 50% Rabatt. Da bekommt man also für 29 Euro dieses Gerät hier. Und da sage ich, Preis-Leistung finde ich in der Konstellation gar nicht so verkehrt. Okay, schauen wir uns mal an, was gibt es noch. Zusätzlich zu diesen Kabeln gibt es natürlich auch die klassische Variante, hier externe Kabel anzustecken, und zwar USB-A. Klassischer Kabel, könnt ihr alle möglichen Kabel anstöpseln, direkten USB-C, der zum Stromentnahme und auch zum Laden funktioniert, und was es auch hat, einen Lightning-Anschluss, um Strom über Lightning hier aufzuladen. Also auch das funktioniert. So, was die Wasserdichtigkeit angeht von diesem Teil, na, da hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen für ein Outdoor-Gerät, weil wenn das Ding mal richtig in die Pfütze fällt, habt ihr keine Chance, das Wasser läuft hier rein. Also hier ist so ein Plastikstopfen, der verdeckt hier natürlich schon das alles, aber den müsst ihr richtig so hier rein prügeln. Und ja, ihr seht schon, dass, bis das hier mal richtig dicht schließt, kriegt ihr, also es, na, ihr seht es, man kriegt es nicht wirklich dicht. Da bleibt immer, schlägt es eine Falte irgendwo. Was es macht, wenn es jetzt regnen würde, dass da nichts reinläuft, das geht. Ich habe es schon in den Schnee geschmissen. Auch im Schnee, da kommt nichts rein, im Sand, im Dreck, für solche Sachen überhaupt gar kein Problem. Was es hier noch gibt auf der anderen Seite, ist ein Solarpanel. Wer jetzt natürlich denkt, dass er mit diesem Solarpanel dieses Gerät wieder aufladen könnt, das ist natürlich auch wieder nur die halbe Wahrheit. Das funktioniert leider so nicht ganz. Es ist ein Notaufladesystem, das bedeutet, naja, anders formuliert, die Sonne müsste schon richtig ordentlich ballern. Und dann liegt ihr im 0, irgendwas Wattbereich, dass hier ein Ladestrom entsteht. Also mit anderen Worten, wenn die Sonne richtig drauf knallt und ihr lasst das mal 1-2 Tage da liegen, kriegt das wahrscheinlich voll. Ansonsten leuchten hier noch 4 weitere blaue LEDs. Die zeigen mir halt den Ladezustand zwischen 25, 50, 75 und 100%. Und
ich denke mal, wenn jetzt hier nur noch, wie in meinem Fall, nur noch 3 LEDs leuchten und ich lege das Ding in die direkte Sonne, ja, dann kriege ich irgendwann, habe ich eine Chance, das dann wieder voll zu kriegen. Also es ist, um ein bisschen Strom wieder drauf zu kriegen, so für Notfall. Aber um mal eben das so als primäre Aufladungsmethode, ihr seid beim Camping, seid mitten in der Sonne, legt das Ding hin und habt jetzt gute Hoffnung, in 3-4 Stunden ist das voll, muss ich euch leider enttäuschen. Ja, aber ich denke, das ist bei anderen Modellen, die so ein Solarpanel haben, auch nicht anders. Ihr könnt allerdings ein normales Solarpanel, 20, 30 Watt, benutzen und mit USB das Gerät laden. Also das geht. Über Solarpanel das Ding aufladen funktioniert. Nur halt nicht mit diesem eingebauten hier. Ne? Das ist also wirklich mehr oder weniger so als Erhaltungsladung. Ja, was gibt es denn sonst noch zu sagen? Das Ding ist relativ leicht mit 430 Gramm. Es sieht groß und schwer aus. Man könnte denken, da zieht es einen die Hose runter. Nö, das Ding ist ordentlich leicht. Da wiegt mein Telefon ja bald noch mehr. Gefühlt ist mein Telefon schwerer, ist es natürlich nicht, aber es ist schon Leichtgewicht für diese Größe. So, ansonsten ist es gut griffig und das Beste ist wirklich, ihr habt alle Kabel dabei und nicht ellenlang, sondern so relativ kurz. Ja, ihr habt hier einen Haken dran, ein Karabinerhaken ist dabei, ihr könnt das Ding an den Rucksack hängen oder wo auch immer hin. Es ist also eine Aufhängungsmöglichkeit. Das ist im Outdoor-Bereich sicherlich nicht verkehrt. Das kann man immer gut gebrauchen. Ja, ansonsten könnt ihr eine ganze Menge Geräte. Ihr könnt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geräte gleichzeitig anschließen. Ne? Und oftmals hat man ja so Kleingeräte, also mehrere iPads würde ich jetzt nicht machen. Das bringt ja nichts. Ne? Die Energie hat es nicht. Aber mehrere Kopflampen, es müssen ja nicht immer nur die eigene sein. Es kann ja mal, ist also zwei draußen und vom Kumpel, die Lampe ist alle und die will man dranhängen, dann kann man das natürlich problemlos machen. Ne? Also weil so eine Kopflampe oder eine Taschenlampe, das zieht ja jetzt nicht so viel Strom. Und da kann ich also bedenkenlos da ein paar Sachen dranhängen. Ja, ansonsten gibt es hier noch eine LED, die dann bestätigt. Warte mal, die leuchtet dann grün. Wenn die an ist, dann ist dieses Feld hier aktiv. Ne, das wollte ich euch zeigen. Also nicht die eine grüne hier oben drin, das ist die allgemeine Betriebs-LED. Und die bedeutet jetzt kabelloses Laden ist aktiviert. Könnt auch wieder deaktivieren, indem man wieder drauf mit Doppelklick auf dem Knopf ist es aus. Muss er nicht dauerhaft an sein, spart auch Strom. Ja. 26.800 mAh. Eslu Fly. PNW22, ich gebe euch mal einen Link in der Videobeschreibung. Aktuell gibt es 50% Rabatt und ich sage mal, mit 50% Rabatt ist es aus meiner Sicht in Ordnung. Mehr wäre ich jetzt nicht bereit dafür zu bezahlen, aber es ist ein brauchbares Gerät und der Formfaktor für den Outdoor-Bereich, ja, geht für mich in Ordnung und vor allen Dingen das leichte Gewicht finde ich auch schön und die verschiedenen Möglichkeiten zum Laden finde ich persönlich ganz hervorragend. Okay, das kurz zu dieser Lampe, hätte ich beinahe gesagt, zu dieser Powerbank, aber Lampe, wie gesagt, ist ja dran. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Schaut gern wieder bei mir auf dem Kanal vorbei, gern wieder auch im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis bald, bye bye, euer René.